Achten Sie mal auf Ihre Worte, die Sie sagen. Es ist nämlich so, dass wir, also unser Gehirn ist so ein Bilderfetischist. Krümelmonster ist ein Keksfetischist, der macht so, komm, Kekse, 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 Kekse. Unser Gehirn, der möchte Bilder, 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 Bilder. Der speichert hier oben die ganze Zeit Bilder ab. Alles, was Sie ihm liefern an Bildern, das speichert er ab. Und er stürzt sich auf alles drauf. Und deswegen funktioniert eben auch dieser schöne Satz, den Sie bestimmt kennen. Denken Sie bitte nicht an einen rosa Elefanten. Was denken wir? Logischerweise an den rosa Elefanten. Jetzt wird behauptet, dass wir keine Negation verstehen. Was für ein Blödsinn. Glauben Sie, unser Gehirn ist so bescheuert? Natürlich kann der Nein verstehen. Er kann auch kein verstehen. Der versteht es durchaus. Aber eben die Bilder nicht. Die Bilder entwickelt er definitiv. Und im Kopf streicht er es dann danach durch. Wenn Sie einmal Hypnose gemacht haben, dann wissen Sie, dass es funktioniert. Das Gehirn kann Nein und Nicht sehr wohl, denn damit hat er damit gearbeitet, sehr wohl begreifen. Aber es speichert eben Bilder ab. Und das bedeutet, das Bild ist in dem Moment stärker als Nein oder Nicht. Das Bild wird also definitiv entwickelt, ganz egal, was Sie davor sagen. So, und jetzt wird ganz häufig mit dann gesagt, so, jetzt konzentrieren Sie sich mal auf Nein oder Nicht und vermeiden Sie das einfach mal. Das ist gut und schön. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Bilder, die Sie kreieren und die Sie da machen. Und wenn ich zum Beispiel angetrieben worden bin, so kurz zum Schluss, ja, noch eine Runde, dann ist das Fett weg. Mal kurz überlegen, was ich für ein Bild im Kopf habe. Ja, noch einmal schaffst es, Isabel, dann schwabbelt auch nichts mehr. Wenn Sie denn jemanden haben mit Minderwertigkeitskomplexen, dann steht die Frau vorm Spiegel zu Hause. Sieht immer auch doof aus. Und dann bin ich eher demotiviert und gehe erst recht zum Kühlschrank und hole mir eben nicht die Salatgurke raus. Sondern die Jogurette für die ich auch nachts aufstehe oder was auch immer.